Und dann haben wir auch nochmal den Martin Mortensen hier neben mir stehen. Unser Pechvogel von gestern, heute dann von Platz 12 aus gestartet und sich dann ordentlich nach vorne gekämpft. Dann kam es auch wieder zu der Unterbrechung. War dann für dich irgendwie klar bei der Unterbrechung, dass du jetzt das Rennen nochmal neu überdenken musst? Oder bist du mit derselben Einstellung in den Restart gegangen, wie du auch in den normalen Start gegangen bist? Ja, also klar, der Start war gut und am Anfang hat der Pace auch, also war jede Runde eins zu überholen, war gut. Dann kommt die Abrechnung und da muss ich also ein bisschen warten und die Reifen wird dann kälter und warm und kälter und warm. Und ja, wenn der Race dann nochmal anfängt, dann hatte ich zu mir selber gesagt, muss nur ruhig anfangen. Hat dann unten in einer von den letzten Kurven eine Chance gekriegt. Ich hatte ihn genommen, aber der Tür war ein bisschen zugemacht und ich konnte das nicht ändern. Also das war schon zu spät. Ja. Würdest du denn sagen, dass trotzdem noch alles fair war oder eher nicht so? Also meine Meinung war es fair, weil er hat den Tür offen lassen. Und in der letzten Sekunde hat er dann zugemacht und ich könnte nicht woanders hinfahren. Also ich hatte versucht, das zu umändern, aber war nie möglich. Aber ich hoffe nicht, dass da Probleme ist. Also ich hatte mit ihm, also mit Pascal, schon gesprochen, alles in Ordnung, aber ist natürlich nicht so gut. Na gut, das ist ja schon mal gut, dass zwischen euch beiden alles in Ordnung ist soweit. Jetzt war ja dann der kleine Unfall, du bist ja wieder ein bisschen zurückgefallen. Und jetzt geht es ja auch nicht mehr von ganz so weit vorne los, aber trotzdem nochmal besser als Startplatz 12. Fürs dritte Rennen dann jetzt noch irgendwie nochmal einen Plan oder auch erstmal gucken, wie es dann beim Rennen, beim Start aussieht? Ja, also wir müssen erstmal nachdenken, wie das läuft. Also der Pace ist jetzt da, muss nur ein bisschen warten, dass der richtige Chance kommt. Nicht, dass wir nochmal hier Pech haben. Aber man kann nie sagen, wie das läuft, muss man immer nachgucken und fokussiert werden. Also der Plan ist nur, schon nach vorne zu fahren und so viele Punkte mitzukriegen. Ja, ich glaube, die Pace dafür hast du auf jeden Fall jetzt, so wie das aussah. Und dann wünsche ich dir viel Glück und wir warten ab.